Gute BMW Machine Shop hier. Heute möchte ich euch diese Bügelsäge vorstellen. Ist eine Viehbahn, wie auch immer man es ausspricht. Eigentlich ein ganz schickes Teil. Nicht nur eigentlich, sondern ist ein ganz schickes Teil. Ist allerdings schon gebraucht, hat so seine Gebrauchsspuren, aber funktioniert einwandfrei. Ist ein recht schweres Gerät. Ich glaube, wiegt so an die 300 Kilo. Hat einen automatischen Downfeed, also automatische Zustellung. Die wird. Die wird hiermit eingeschaltet. Also so ist sie eingeschaltet, so ist es aus. Man kann einstellen, wie viel der pro Hub runtergeht. Das kann man hier verstellen, indem man diesen Bolzen hier in dem langen Loch verschiebt. Dann hat die Säge noch eine Vorspannung, also eine Andruckspannung. Das wird hier rüber geregelt. Da unten sitzt eine Feder drin, eine große, was die Bügelsäge runterzieht. Und dadurch, wie viel Druck man auf die Feder gibt, stellt man dann halt ein, wie groß der Anpressdruck ist. Die Säge hat zwei Geschwindigkeiten, schnell und langsam. Das wird über das hier eingestellt. Wenn man das rauszieht, ist die langsame Stufe, so wie es jetzt ist, ist die schnelle. Sie hat eine Kühlmittelpumpe drin, da unten eine, ja, recht antike, aber sie funktioniert. Sie hat ein dreistufiges Filtersystem, das heißt drei Becken, wo dann sich die Partikel absetzen können, so dass sie nicht in die Pumpe gehen. Der Schraubstock lässt sich in mehreren Positionen verstellen. Die Abdeckung hier, die klappert ein bisschen. Der Motor ist auch nicht mehr original, aber tut sein Ding. Die Ramme ist ziemlich massiv, hat zwei Schwalbenschwanzführungen. Moment, so an dem Hebel hier dreht man die Säge hoch. So, das ist die maximale Höhe. Zum Sägen kuppelt man die halt so weit runter, wie man es braucht. Da wird schon was eingelegt. Schaltet man hier den Vorschub an. Ich muss mir gerade mal ein Tuch holen. Die Säge verfügt über einen Ein- und Ausschalter und hier über den Endschalter. Wenn die Säge unten ist, schaltet sie automatisch ab. Zum Einschalten den Knopf drücken. Oben sehen wir jetzt, wie der Hebel sich bewegt und das ist das Zeichen dafür, dass er runtergeht. Kann dann auch von Hand ein bisschen zustellen, so lange bis er kratzt. Jetzt Thank you.
Für eine Bügelsäge finde ich, sägt die recht schnell. Also das ging jetzt recht schnell durch. Die Säge hebt auch automatisch an beim, also sie sägt beim Zurückziehen und beim Vorstoß hebt sie automatisch an, damit sie die Zähne nicht kaputt macht. Da sind noch mehrere jetzt von diesen Blättern dabei. Ich glaube, 6 Stück oder so gibt es dafür noch. Und ansonsten, glaube ich, habe ich alles gesagt, was relevant ist. Wie gesagt, sie ist nicht neu, aber sie tut ihr Ding einwandfrei. Und ist auch recht massiv gebaut. Man kann hier den Winkel auch verstellen, wenn man Winkel schneiden will. Ja, und damit bedanke ich mich hier wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.